Und das bemerkenswert ist, jedes Mal, wenn du dich mit dem Islam beschäftigst oder mit den Texten des Korans oder mit den Texten der Sunna, kommst du irgendwie wieder zu einer neuen Erkenntnis. Und deswegen möchte ich euch das, liebe Geschwister, mit auf den Weg geben. Versucht euch immer mit den Texten von Koran und Sunna zu beschäftigen, denn sie geben wirklich dem Herz Leben. Versucht jeden Tag etwas im Koran zu lesen oder zum Beispiel Riyadus Salihin zu lesen oder von der Sira etwas zu lesen oder von den Geschichten der Sahaba, denn das ist wirklich die Nahrung für unser Herz.